Oktober 2018. Ein riesiges Polizeiaufgebot. Das Spezialeinsatzkommando hat zwei Männer umstellt. Die beiden hatten versucht, den Geldautomaten einer Bankfiliale zu sprengen. Bei dem Einsatz wurden drei SEK-Beamte verletzt und fünf Polizeifahrzeuge beschädigt. Einer der beiden Täter wurde durch Polizeischüsse verletzt, festgenommen und inzwischen verurteilt. Der andere konnte zu Fuß fliehen, wurde im Dezember 2020 aber festgenommen und muss sich nun vor dem Landgericht München II verantworten. Die Verhandlung sollte eigentlich schon vor zwei Wochen starten, wurde aber kurzfristig abgesagt und vertagt. Ein holpriger Start auch heute. Mit einer Verspätung von 45 Minuten wurde heute der Angeklagte in den Gerichtssaal gebracht. Nach einer kurzen Rücksprache mit seinen beiden Verteidigerinnen hielt er sich einen Ordner vors Gesicht, um sich vor der anwesenden Presse zu schützen. Auf mich machte der 28-jährige Niederländer einen eher ruhigen und zurückhaltenden Eindruck. Während der Verhandlung hatte er seinen Kopf stets zum Boden gesenkt. Außerdem hatte der Niederländer eine Dolmetscherin dabei. Weil der Mann die Vorwürfe der Anklage über seine Verteidigerinnen am Dienstag komplett einräumte, ließ das Landgericht München II sich auf einen sogenannten Deal ein. Dem Niederländer droht nun eine Freiheitsstrafe von zwischen 4 Jahren und 6 Monaten und 4 Jahren und 11 Monaten. Wie auch sein bereits verurteilter Komplize soll der Mann zu einer größeren Bande gehören. Diese soll für mehrere versuchte und vollzogene Geldautomatensprengungen unter anderem in München und Umgebung verantwortlich sein. Das Urteil könnte schon an diesem Freitag fallen.